Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory, genau. Surviving Mars. Ja, hier sind wir gerade mitten in unserer Basis und wir haben gerade wieder Meteoriteneinschläge, wie es scheint. Ich wollte mal gucken, ob wir irgendwelche Fundorte noch haben, aber scheint aktuell nicht so. Das ist gerade eher spannend. Irgendwas unsere Anlage trifft. Aktuell schaut es zum Glück noch nicht so aus. Wir haben schon wieder den Ernteausfall gehabt. Ja, das nehmen wir noch an. Mit Abdeckung haben wir schon 1,8. Die Temperatur passt. Ich würde jetzt mal diesmal echt gucken. Weltraumlift. Dafür brauche ich wahrscheinlich tonnenweise Zeug, ne? 400 davon. 200 Eisen, 150 Polymer und 150... Das habe ich nicht. So, von denen habe ich jetzt einige eigentlich gebaut, ne? Wenn ich mich nicht irre. Die müssten eigentlich überall zu Anfang... eintreffen, damit die auch schon wieder... Leute, lasst mal... Dem war das Fehlfunktion. Jetzt haben wir eine Kabelverbindung, die Probleme macht. Oh ja. Das ist super. Das ist genau, was wir brauchen. Wir haben gerade Luftverlust. Wo sind denn die ganzen Teile, dass die jetzt gerade so Probleme machen? In der Basis unten sind sie ja nicht. Repariert mal das ganze Zeug hier. Vor allem die Kabel, die Löcher wären praktisch hier. Ist ja echt gut, wenn wir schon mal Luftlöcher schließen können. Oh. Der Nervenzusammenbruch. Zerstörte Fahrzeuge schon wieder 4. Oh, das ist doch kacke. Verwerten, verwerten. Verwerten. Das ist noch einer. Sektor scanned. Lebenhaltung durchtrennt? Wo? Achso, ja, das hat sich schon erledigt. Stromnetz ist durchtrennt. Ah, ne, das lassen wir gerade. Können wir den auch mal endlich loswerden? Ich hätte gerne noch mal Passagiere. Wie viel kriege ich denn gerade? 22. Das ist der Dauser. Ich konnte doch hier irgendwie so... Große Felsformation braucht 250 Steine. Platzieren wir mal die. Kannst dir da wahrscheinlich ein bisschen helfen. Immerhin brauchen sie da ja ein bisschen Stein. Handel beginnen. Wir schicken 20, dafür können wir schicken davon, dafür können wir so viel. Na, da kann man leider gerade nicht helfen. Wir stehen selber mit dem Zeug extrem beschissen da. Das ist leider nicht unsere Stärke aktuell. Polarisierung müssen seltener gewartet werden. Das ist natürlich alles so Zeugs, was man eigentlich bräuchte. Kompakte Honig maximal Anzahl Shuttle, die könnten wird um 4-6 erhöht. Hochleistungsdüsen. Marsianisches Netzwerk. Wasserextraktoren.
Geldmittel, das ist natürlich auch schon geil. Schauen wir erstmal, dass wir vielleicht das Lager ein bisschen leer kriegen. Aber hier, allein so ein Lager macht so einen Steinhaufen aus, das ist auch eine Katastrophe eigentlich. Wie? Ist eine der Anlagen unter... Oh Gott, und wir haben keine Maschinenteile. Oh, ist das scheiße. Das ist gerade scheiße. Das sieht man ab. Mach mal den Ladeplatz hier frei. There are Earthsick colonists. Jetzt landet ja schon wieder eine Rakete. Alles gut. Langsam wird es auch immer grüner. Das ist ja lustig. Überall die kleinen grünen Punkte schauen aus wie Schimmel. Aber in Wirklichkeit ist es einfach Moos, das wir langsam platzieren können. Wann geht das? New colonists have arrived. Benötigt Terraform Forscher 10 Wasser und 20 Temperatur. 20 Temperatur haben wir, aber wir haben noch nicht das Wasser. Wie können wir denn Wasser machen? Das müssen wir wahrscheinlich auch noch freischalten, ne? Irgendwas Spannendes auf der Karte aufgekreuzt. Schaut aktuell nicht so aus, ne? Aha, jetzt waren die alle Probleme. Komplette Wasserversorgung hat ein Problem. Shit. Nachschubskapsel. Wir können uns auf 5 schicken lassen. Das ist nicht gut. Okay, wenn ich eine Frachtrakete schicken lasse. Vielleicht. Funding received. 120 Millionen, okay. Warum arbeitet denn hier nirgends einer? Das Ding ist ausgestorben, es sind 3000 Leute hier irgendwie. Wo arbeiten denn die überall? Hier wohnen wenige, hier sind dafür Leute. Hier arbeiten welche in der Schicht, hier arbeiten welche in der Schicht. Du sollst dich weiter bitte entladen. So, dir gebe ich jetzt eine Transportroute erstellen. Kann ich irgendwie den Radius erhöhen? Das wäre cool. Alles, was du findest, hier entladen. Das sollte fürs Erste passen. Die Drohnen unterstützen gerade extrem. Oh, wir haben hier sogar ein tiefes Lager. Geil. Ist natürlich genial. Wenn das leer ist, dann haben wir da ein tiefliegendes Lager mit über 2000. Das ist natürlich gut. Da haben wir auch ein tiefliegendes Lager, das hat auch 2,7. Da haben wir auch noch eins mit 2,9. Das Problem ist natürlich, ich habe nicht überall Leute drin. Das mit dem Wasser ist gerade so eines der Hauptprobleme, würde ich schon fast sagen.
Wir müssen jetzt so viel reparieren. Das ist schon richtig eklig. Colonists are departing. Transportprobleme. Wir haben einen fetten Stein gebohrt. Davon haben wir noch genau zwei Saatgut. Und wir müssten auch die Tonnen Saatgut nachholen irgendwie. Sektor scanned. Ich brauche auch wieder Menschen, Passagiere. Ich brauche eine volle Rakete. Ja. Scheißegal, die starten jetzt. Ich weiß, dass Maschinenteile niedrig sind. Immerhin haben wir eine riesige Nachfrage eigentlich nach Maschinenteilen. Und alles Gutes können die jetzt hoffentlich anfangen, das zu reparieren. Haben sie es angefangen zu reparieren? Nein. Oh. Zwei haben wir noch. Haben wir nicht irgendeine Maschinenteilfabrik hier irgendwo rumstehen? Kleine Maschinenteilfabrik. Da drin wird gearbeitet. 1,1 pro Soll. Hier haben wir hier auch eine. Bloß der fehlen Elektronikteile, damit die da drin wieder arbeiten können. Das muss repariert werden. Und natürlich hat die hier keine Mitarbeiter. Wir machen sogar die Nachtschicht aus. Das Problem ist halt echt, dass wir zu wenig Wasser haben aktuell. Zwei Soll noch ohne Wasser. Ja, wir warten noch mal kurz. Wir schicken mal die nächste Rakete nach unten, gen Boden. Ingenieure, die sich gleich... Wo laufen die denn hin? Achso, das sind die, die heim wollen. Bitte was? Warum läuft denn da ein Pony rum? Da wundert es mich nicht, dass die einen Schaden im Kopf haben. Terraforming Spezialprojekt, was? Globaler Parameter Wasser. See. Erforsche den Eisasteroidenfänger. Ja, das hätte ich gerne. Sektor scanned. Nicht genug Geldmittel, um diese Mission zu starten. Ja, ich habe kein Geld, das ist so eine Sache. Dafür kriege ich 400 Wissenschaft, dafür landen Asteroiden und kriege ich Geld, aber das kann ich mir alles nicht leisten. Ich kann halt nicht handeln wirklich, so wie es bräuchte. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt bei Russland unter Kontakt gehe, Handel beginnen, was bieten die mir an? Nicht wirklich viel. Funding received. Jetzt habe ich nochmal 47, oh, jetzt habe ich natürlich nochmal 40 Millionen gekriegt. Du brauchst 3 zum Reparieren von dem Zeug. Die brauchen alle... Oh, nö.
lasse die eiskalt die Rakete einfach hier oben landen, weil dann können die das hier direkt reparieren. Wir brauchen Wasser wieder. Wir haben noch 2 Soll Zeit, um es auf die Reihe zu kriegen. Die blöde Eigenproduktion funktioniert natürlich hervorragend nicht. Allein hier 0,6 wird hier bloß produziert. Status ein. Da ist ein Upgrade drin. Plus 20% Produktion. Ja, die Baukosten haben wir nicht. Dafür viel mehr Anwerber. Ich habe viel zu groß einfach auch gebaut. Das war das andere Problem. Ich wollte viel zu viel hierfür. Der liefert aber immer noch. Das ist ordentlich. Leute, Maschinenteile für die Maschinen hier. Denkt doch da mal dran. Neu gefunden Anomalie. Scheider hat doch unser freundliche was wieder zu tun. Kann der sich gleich mal darum kümmern. Wenn alles gut läuft, geht gleich dem... Ah, dem Wasser geht's wieder gut. Schön. Gespeichert haben wir noch 700 und 3000 können wir lagern. Sammelt der hier oben immer noch? Wo ist denn der? Das sammelt immer noch. Wahnsinn, wie viel es hier wieder gibt. Das ist doch immer wieder erstaunlich. Ja, ich weiß, dass Maschinenteile immer low sind. Die sind die ganze Zeit low. Die können wieder abheben. Ich weiß auch nicht, warum ich unten da solche Leute drin habe. Schauen wir mal, Kolonisten habe ich 160. 163. Davon sind 30 Senioren, 73 im mittleren Alter, 48 erwachsen, 6 Jugendlich und 6 Kinder. Das heißt, die öffnen wir nur noch in mittags. Durch die ändern wir auch die Arbeitszeiten so ein bisschen. Seniorenheim interessiert. Seniorenheim funktioniert auch nicht mehr. Die Schule ist auch im Arsch. Die kleine Elektronikfabrik, die können wir eigentlich hier ausschalten. Ich frage mich immer, wo die ganzen Leute sind. Das ist echt ein Wahnsinn. Ja, das weiß ich. Kann ich nicht sagen, okay, ich biete Treibstoff oder sowas an. Was habe ich denn jetzt zum Beispiel viel? Ich biete mal Nahrung gegen Maschinenteile. Ja, ich weiß, das sind ein paar. Was ist denn das jetzt? Eine Höhenpolarisierung? Feste auf dem Mars. Dekoration verfügen Service vorkommen. Wirtschaftsinstitut. Neues Gebäude. Hawking Institut. Erhalte eine einmalige Unterstützung. Erschaffung von Seen. Im
Metall- und für Konstruktion werden um 20%. Die Metall- und Betonkosten für Konstruktion werden um 20% gesenkt. Okay. Lagerkapazität von Wasser, Sauerstoff und Strom wird um 50% erhöht. Plasmaschallproduktion von Edelmetallextraktoren um 50%. Das kostet 15.000, Alter. Leute. Nachhaltige Architektur. Gebäudeinheiten müssen nicht häufig gewartet werden. Das ist natürlich schon praktisch. Das dauert halt alles ewig, bis die Forschung vorangeht. Funding. Ich habe fast keine Kohle für irgendwas. Das heißt, das akzeptieren wir noch. Ja, die Earthsick Colonists, die können mich mal. Ganz ehrlich, die können mich mal. Ich wollte einfach mal rauszoomen. Ich sag jetzt mal hier forschen noch. Und so forschen, das sollte ja auch fürs Erste passen. Natürlich. Es war klar, dass das nicht mehr funktionieren wird. Und dass wir schon wieder minus im Wasser sind. Oh, das ist eine Katastrophe. Das ist echt eine Katastrophe. Wie viele Passagiere könnte ich? Ich brauche einfach Passagiere ohne Ende. Starten. Shuttle-Transport überlastet. Ja, das ist schon irgendwie klar. Da will sie jetzt seine 50 Steine haben. Dann noch eine Frachtrakete. Ich brauch's einfach. Aktuell geht's halt echt nicht anders. Echt schlimm. Fertigbauten. Ja, Fertigbauten braucht auch kein Schweiner. 130 noch freie Arbeitsstätten. Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber ich habe viel getan. Eindeutig. Und viel Falsches. Jetzt holen die Nahrung raus. Ja, ich kümmere mich. Ich habe mich schon drum, oder versuche mich drum zu kümmern. Das Lager. Alter, 2000. Hier ist halt auch immer dann der Transportweg, ne? Das darf man auch nie vergessen. Hier landen und starten alle Raketen eigentlich von aus. Deswegen ist natürlich hier die guten Lagerstätten sind hier ganz praktisch. Flüssig Oberflächenwasser jetzt möglich. Was? Können wir schon? What? Wie das denn? Also darf ich jetzt unter Terraforming Seen bauen oder was? Nee. Ja, das mit dem Wasserding, das mache ich noch. Das kommt noch. Aber was war das jetzt gerade nochmal? Was falsche ich jetzt gerade? Wachstum. Vegetation wächst um 50% schneller. Das ist natürlich praktisch. Ja, und die sollen sich endlich Jobs suchen, die ich brauchen kann. Abreisende Kolonisten. Da wartet schon die nächste. Belohnungsübersicht öffnen. Die Touristen habe ich auch schon lange keine mehr gesehen. Habe ich die vielleicht rausgefiltert? Touristen?
71 passende Bewerber. Huchala. Starten. Dann starten wir mal die Passagiertransporte. Ich habe zu viele Filter angemacht, das war das Problem. Ich wette, das bringt mir jetzt den Erfolg. Irgendwie habe ich so die Vermutung. Ich tue mir immer irgendwas machen, das mir später selber das Bein legt. War schon immer so. Ja, alles gut. Oder in dem Fall. Bodenqualität bei 40%. Bessere Qualität. Schauen wir mal, jetzt kommt dann eine riesige Portion Menschen und dann sollte sich das hoffentlich alles anpassen. Sind jetzt ja doch fast 100 neue Kolonisten, glaube ich, ne? 22, 44, 66, ja, und die 70, 77, glaube ich, sind es. Wenn ich mich nicht irre. 77 neue Kolonisten und das Ding steht still, weil es fehlt Reparatursachen. Ach, schön zu wissen, dass nie was funktioniert. Ah, es wird aber immer grüner. Guckt mal. Überall werden so kleine grüne Patches immer. Die Patches werden immer größer. Und wir können gleich die ersten Landungen vornehmen. Oh, das wird lustig. Wir warten, bis alle auf 100 sind, tun sie gleichzeitig auswählen, würde ich sagen. Der nächste. Okay. Landeplatz. Landeplatz. Landeplatz und Landeplatz. Dann geben wir uns jetzt mal das Spektakel. Raketen landen. Touristen. New colonists have arrived. Holy shit, schau dir die Menge an Leuten an. Endlich werden meine Wohnungen besiedelt. Oh, ich glaube, ich habe zu wenig Wohnungen. Habe ich zu wenig Wohnungen? Funding received. Ich habe original echt Obdachlose. Ich habe echt Obdachlose. Ich habe zu wenig Wohnungen. Warte. Das kriegen wir hin. Ich kann ein Wohnquartier bauen hier irgendwo noch hin. Ich habe trotzdem nicht alle Arbeitsplätze besetzt. Das ist doch scheiße. Arbeiten hier gerade voll viele Leute drin. Hier arbeiten. Die habe ich deaktiviert. Das könnte ich eigentlich mal aktivieren. Schauen wir, was dann passiert. Einer hat sich schon beworben. Aha. Ja, das Seniorenheim muss auch mal repariert werden dann. Aber hier überall arbeiten jetzt eigentlich Leute. Polymerfabrik arbeiten wahrscheinlich Leute. Machen wir eine Nachtschicht an. Hier arbeiten Leute drin. Da arbeiten Leute drin. Wie viele Touristen sind jetzt da dabei? Null. Oder? Abtrünnige Touristen. Doch, Touristen sind 6. Abtrünnige sind 7. Freie Arbeitsplätze sind 95. Deaktivierte Arbeitsplätze 54. Wir haben keine Arbeitslosen. Ah,
das muss langsam funktionieren, aber ja, wir kriegen Zahlen rein, glaube ich. Oh, das wäre schön, wenn es funktionieren würde. Ah, oh, das wäre zu schön. Kleine Weltraumbar, die soll so geöffnet werden. Mit dem Hydroturm arbeiten, Leute. Warum im Hydroturm ausgerechnet? Hier sind auch noch Plätze frei. Lass mal die ganzen wieder starten. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.